Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und endlich ist es soweit. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben, ist endlich da. Das neue Game of Thrones Spin-off House of the Dragon geht endlich los. Endlich wieder Westeros, endlich wieder Drachen, endlich wieder Targaryens. Doch bevor wir uns der ersten Folge widmen, springen wir noch in eine andere fantastische Welt, nämlich die von Final Fantasy XIV Online, dem Sponsor dieses Videos. Wer Episches nicht nur im Fernsehen erleben will, sondern auch beim Zocken, ist hier genau richtig. Und wenn ihr Bock darauf habt, dann registriert euch einfach über den Link in der Videobeschreibung für die kostenlose Testversion von Final Fantasy XIV. Da erwartet euch eine riesige Welt, durch die 25 Millionen Spieler weltweit zusammenkommen, um ihr Können in fulminanten Kämpfen unter Beweis zu stellen. Mit der kostenlosen Testversion bekommt ihr alles bis einschließlich der Erweiterung Heavensward. Dabei könnt ihr dann aus bis zu 14 verfügbaren Klassen euren Charakter wählen, um euch direkt in große Quests zu stürzen, die euer ganzes Können verlangen. Und da Final Fantasy XIV schon seit über 10 Jahren Spielspaß liefert, habt ihr eine Menge zu tun. Viele Dungeons, die es zu erforschen gilt, viele Raids, die durchgeführt werden müssen. Wenn euch das dann alles noch nicht genug ist, gibt es natürlich noch mehr Erweiterungen. Die aktuellste ist im Moment Endwalker, in der ihr euren Charakter sogar bis auf Level 90 pushen könnt. Final Fantasy XIV könnt ihr auf dem PC, Mac oder auf der PlayStation 4 oder 5 bequem zocken und als Krieger des Lichts für Recht und Ordnung sorgen. Jetzt wollen wir uns aber anderen fantastischen Sachen widmen, nämlich der ersten Folge von House of the Dragon. Ich will mit euch alle wichtigen Fragen rund um die erste Episode durchgehen. Das geht natürlich nicht ohne Spoiler. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Now take a bath. You stink of dragon. Insgesamt wird die erste Staffel von House of the Dragon 10 Episoden haben und jetzt haben wir endlich den großen Staffelauftakt. Und ich muss sagen, mir hat die Folge echt gut gefallen. Es hat irgendwie wahnsinnig gut getan, nach Westeros zurückzukehren. Auch wenn ich finde, dass diese Episode nicht ganz so stark ist wie die erste Episode von Game of Thrones. Was natürlich aber auch ein bisschen daran liegt, dass das hier trotzdem irgendwo zwei ganz unterschiedliche Sachen sind. Weil in Game of Thrones haben wir ja die Stark-Familie aufgebaut, Baratheons, Targaryens und was weiß ich nicht alles. Das war sehr viel weltenumspannender, wenn man es so nennen darf. Hier in House of the Dragon haben wir es ja so ein bisschen reduzierter, weil es tatsächlich nur um die Targaryens geht. Wir haben einen kleinen Kern von Keyplayern, die hier jetzt ganz, ganz besonders wichtig werden. Und da sind natürlich an allererster Stelle Rhaenyra Targaryen und Alicent Hohenturm zu nennen, die wir hier tatsächlich noch als gute Freundinnen kennenlernen, was ja wirklich sehr interessant ist, weil für alle, die wissen, was mit diesem Tanz der Drachen noch passieren wird, die wissen ganz genau, ja, die beiden hier werden noch die größten Feinde werden, die sich hier gegenseitig auch bekriegen, weil natürlich wird eine Rhaenyra jetzt am Ende dieser ersten Episode zur Thronerbin ernannt, weil ihre Mutter bei der Geburt des eigentlichen Sohnes Baelon gestorben ist und kurz danach stirbt ja dann auch das Baby selbst. Also hier ist dann natürlich auch das erste Mal die Sache, dass der Rat beschließt, okay, wir sagen jetzt, wir pfeifen auf die Tradition und wir setzen Rhaenyra Targaryen als Erbfolge für ihren Vater Viserys Targaryen irgendwann auf den Thron. Das passt natürlich einem Daemon Targaryen überhaupt nicht. Hier wirklich großartig gespielt von Matt Smith. Der Typ ist geboren worden, um diesen Egoman, diesen ultra brutalen Typen zu spielen. Und wir sehen ja auch, was für ein brutaler Kerl ist, wenn er zum Beispiel mit seiner Stadtwache Mörder, Diebe und Vergewaltiger bestraft oder wenn wir ihn später dann auch auf diesem Turnier sehen. Und dann haben wir natürlich irgendwo noch Viserys, der jetzt hier so im Raum steht als der alte König. Und da wird es ja natürlich auch sehr, sehr spannend, weil er hat diesen Konflikt zu seiner Hand, Otto Hohenturm. Gleichzeitig versucht Otto Hohenturm irgendwie seine Tochter Alicent jetzt so ein bisschen als die zweite Frau an der Seite von Viserys einzuführen. Das heißt, dieser ersten Episode gelingt es ziemlich gut, zumindest schon mal so die wichtigsten Schachfiguren aufs Brett aufzustellen und uns zu zeigen, ja, darum wird es gehen. Dabei gibt es natürlich auch wieder viel Sex, viel Gewalt. Es gibt im Augenblick noch nicht so viele Intrigen, aber ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus, dass das alles noch kommen wird, weil das baut sich ja jetzt hier auch erst nach und nach auf und wir sind erst bei Folge 1. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch sehr viel mehr Drachen, die auch fantastisch cool aussehen.
Interessant wird es aber bei dieser ersten Folge, wenn wir mal dazu kommen, dass es ja auch tatsächlich einige Verweise auf Game of Thrones gibt. Wir sehen zum Beispiel den Eisernen Thron und hier ja noch in einer ganz anderen Form als das, was wir aus der Mutterserie kennen. Wir haben hier natürlich diese 1000 Schwerter, die ein Aegon der Eroberer damals verschmelzen ließ zu diesem Thron, und das zerfächert sich ja hier noch sehr viel weiter. Erst Aerys Targaryen der Zweite, also der Mad King, hat ja dann sehr viele von diesen Schwertern beiseite räumen lassen, weil er sich halt einfach auch viel zu häufig daran geschnitten hat. Das heißt, dadurch, dass das ja hier auch 172 Jahre vor der Geschichte von Game of Thrones spielt, passt es natürlich, dass der Eiserne Thron hier auch noch ganz anders aussieht als das, was wir sonst gewohnt sind. Interessanter wird es aber noch, weil die Serie hier offensichtlich eine Art Widerspruch zur Mutterserie aufbaut. Wenn Viserys am Ende der Folge kurz mit seiner Tochter darüber redet, dass er sie jetzt als Königin einsetzen will, erzählt er ihr von einer Vision, die Aegon der Eroberer hat. Aegon foresaw the end of the world of men. Und diese Vision wurde ja wirklich von König zu König immer weitergegeben. Und Aegon hat offensichtlich erahnt, dass irgendwann ein großer Winter kommen wird, wo dann auch eine Gefahr mit diesem Winter einhergeht, die dafür sorgen könnte, dass alle Menschen auf Westeros sterben könnten und dass sie nur gemeinsam gegen diese ganz besondere Gefahr angehen können. Aegon saw absolute darkness riding on those winds. And whatever dwells within will destroy the world of the living. Und hier wird man als Fan von Game of Thrones natürlich sofort hellhörig. Nicht zuletzt auch deswegen, weil Viserys das Ganze tatsächlich auch das Lied von Eis und Feuer nennt. Aegon called his dream the Song of Ice and Fire. Und hier muss man sich natürlich fragen, ja, das ist ein Verweis auf die Game of Thrones Serie, auf das Aufkommen der Weißen Wanderer, auf den Nachtkönig und die Tatsache, dass die Menschen gegen diese Zombies, diese Eiszombies kämpfen müssen. Aber war es nicht eigentlich Samuel Tarly, der erst am Ende von Game of Thrones sich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, ich schreibe das jetzt alles nieder und ich nenne das Ganze dann das Lied von Eis und Feuer? Das ist hier jetzt natürlich wirklich so ein Widerspruch in sich. Gleichzeitig könnte man aber auch sagen, dass dieses Wissen von Aegon Targaryen in diesen 172 Jahren, die wir ja noch haben, bis die Mutterserie startet, irgendwo verloren gegangen ist und man sich deswegen irgendwann später nicht mehr daran erinnert hat, dass es ja schon seit Ewigkeiten, seit Anbeginn der Targaryens, diese Prophezeiung gibt, dass der Nachtkönig irgendwann kommen wird. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob die Serie das irgendwie noch aufklären wird, weil ansonsten müsste man Samuel Tarly auch noch hier Plagiatsvorwürfe machen, weil er hat das offensichtlich ja nicht wirklich selbst erfunden. Da bin ich auf jeden Fall wirklich sehr gespannt. Gleichzeitig hat Viserys natürlich auch den Dolch aus valyrischem Stahl an seiner Seite, mit dem eine gewisse Arya Stark ja dann irgendwann in Staffel 8 den Nachtkönig ziemlich schnell um die Ecke bringen wird. Das heißt, auch diese Waffe wird jetzt vielleicht noch irgendeine besondere Geschichte bekommen innerhalb von House of the Dragon. Und dadurch bleiben dann natürlich auch so ein bisschen diese Verbindungsstücke zur Mutterserie. Gleichzeitig wird uns ja auch am Anfang gesagt, das Ganze spielt 172 Jahre vor einer Daenerys Targaryen. Das heißt, auch sie ist hier quasi so ein bisschen ein Fixpunkt, weil es geht natürlich um die Geschichte ihrer eigenen Familie. You don't want to wake the dragon, do you? Innerhalb dieser ersten Episode wird direkt am Anfang ein interessanter, wahrscheinlich noch kommender Konflikt schon mal zumindest erwähnt. Wir sehen den König mit den Ratsmitgliedern, wie sie über die Inselgruppe Trittsteine oder Stepstones sprechen. Und das ist eine Inselgruppe, die sich zwischen Westeros und Essos befindet. So der nächste Nachbar in Westeros ist tatsächlich Dorne, und auf dieser Insel lebten eigentlich irgendwann Piraten, die ganze Zeit irgendwelche Handelsschiffe überfallen haben. Jetzt ist es aber so gekommen, dass es zu einer Triarchie in Essos gekommen ist. Das heißt, drei freie Städte haben sich zusammengeschlossen, und diese Triarchie hat jetzt tatsächlich die Stepstones, also die Trittsteine, erobert unter der Führung von Gragas Drahar. Und schlagt mich bitte nicht, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Diese Namen sind immer wirklich wahnsinnig kompliziert.
Aber das hier sollte ja eigentlich eine gute Nachricht sein für Westeros. Das Problem wird aber irgendwann sein, dass diese Triarchie anfängt, höhere Zölle zu fordern für die Handelsschiffe, die durch die Trittsteine hindurchfahren wollen, was für einen Corlys Velaryon irgendwann ziemlich schwierig sein wird. Ihn erleben wir jetzt hier kurz in der ersten Episode und er gehört ja einer großen Seemacht an. Das heißt, er ist vor allen Dingen derjenige, der dann diese höheren Zölle zahlen muss. Und es wird dann irgendwann im weiteren Verlauf noch zum Krieg um die Trittsteine kommen, bei denen sich Corlys Velaryon zusammentut mit Daemon Targaryen. Und damit ist natürlich dann auch schon mal deutlich gemacht, dass die Loyalitäten eines Corlys Velaryon eher bei Daemon Targaryen stehen als bei seinem eigentlich jetzigen König. Das hängt aber auch noch sehr eng damit zusammen, dass seine Frau ja Rhaenys Targaryen ist, die Königin, die nie Königin gewesen ist. Und die hat natürlich auch noch hier so ein bisschen ihre Finger ins Spiel. Das heißt, dass man jetzt hier so in der ersten Episode schon mal auf diese ganze Stepstones-Geschichte eingeht, könnte auf jeden Fall wirklich noch sehr, sehr spannend werden. Und das bedeutet dann auch, dass man hier in Staffel 1 wahrscheinlich diese Konflikte dann doch noch so ein bisschen ausbauen wird. Vielleicht bekommen wir dann noch coole Seeschlachten mit Drachen, weil das fehlt hier jetzt natürlich noch so ein bisschen, dass wir auf was hinarbeiten, was große epische Schlachten sind, die wir ja so ein bisschen aus Game of Thrones gewohnt sind, weil natürlich wird House of the Dragon irgendwann darauf hinarbeiten, dass dieser Tanz der Drachen kommt. Aber bis das passiert ist, wird sicherlich noch einige Zeit vergehen und vielleicht auch sogar einige Staffeln. Aber damit ist natürlich auch deutlich, auch wenn ein Daemon Targaryen am Ende dieser Episode weggeschickt wird, ist er natürlich noch nicht weg vom Fenster, weil diese Episode deutet ja auch schon so ein bisschen diese Zuneigung an, die er zu seiner Nichte Rhaenyra hat und sie erwidert diese Gefühle ja auch und das wird, so wie es sich für Game of Thrones gehört, natürlich noch sehr, sehr kompliziert. Und wenn ihr meine Trailer-Analysen zu House of the Dragon gesehen habt, da habe ich das ja alles auch schon so ein bisschen vorweggenommen. Deswegen will ich jetzt hier den Mantel des Schweigens darüber legen. Aber Daemon wird auf jeden Fall nochmal ganz, ganz besonders wichtig und ja auch extrem fies. Und er wird ja zum Beispiel auch in einer Ratssammlung verglichen mit einem möglichen zweiten Maegor. Daemon would be a second Maegor. Und Maegor Targaryen wurde damals auch Maegor der Grau genannt und er ist, glaube ich, der dritte König von Westeros gewesen, der seinem Titel der Grausame halt wirklich alle Ehre gemacht hat. Und wir haben in dieser ersten Episode schon gesehen, zu was ein Daemon Targaryen fähig ist. Das heißt, dass der Rat ihn hier mit Maegor vergleicht, ist ziemlich passend und das bedeutet natürlich auch, dass ein Daemon sich nicht einfach verzieht, weil sein Bruder ihm sagt, okay, hau jetzt ab, ich mache meine Tochter zu meiner Erbin. Nein, der wird noch auftauchen und gerade auch mit einem Corlys Velaryon hier für ziemlich viel Stress sorgen. Thank you for your support, Lord Corlys. Interessant ist natürlich auch noch eine weitere Figur, nämlich Sir Criston Cole, der hier in diesem großartigen Turnier gegen Daemon Targaryen angetreten ist und sich ja dann am Ende auch so ein bisschen den Segen der Prinzessin holt. Und er wird später auch nochmal eine große Rolle spielen, gerade auch wieder im Zusammenhang mit dem Tanz der Drachen. Und er wird auch der Nachfolger von Daemon Targaryen, was die Führung der Stadtwache anbekommt. Also von dem jungen Mann hier haben wir noch nicht das Letzte gesehen. Aber spannend wird die ganze Sache natürlich auch noch, weil die Trailer uns schon gezeigt haben, es wird natürlich auch zu Zeitsprüngen kommen, weil wir haben in den Trailern schon Rhaenyra Targaryen und Alicent Hohenturm als erwachsenere Frauen gesehen. Das heißt, irgendwann in den kommenden Folgen wird auch das passieren. Ich hoffe, dass sie es nicht zu früh machen, weil ich noch ein bisschen von den jungen Mädchen sehen will, von dieser Freundschaft, die die beiden ja noch miteinander verbindet, die aber jetzt natürlich auch schon so ein bisschen in die Krise gerät, weil eine Alicent Hohenturm direkt nach dem Tod von der Königin, von ihrem Vater zum König geschickt wird, so nach dem Motto, ja, kümmere dich doch mal ein bisschen um ihn, weil Otto Hohenturm hier natürlich auch schon so ein bisschen seine eigenen Ziele verfolgt und dafür so ein bisschen seine Tochter missbraucht, um zu bekommen, was er will, nämlich mehr Macht. Das wird auf jeden Fall wirklich noch sehr interessant werden und deswegen bleibe ich dabei. Diese erste Episode war wirklich sehr spannend. Es hat uns eine neue Version von Westeros gezeigt, die wir so halt noch nicht gesehen haben. Das fängt halt natürlich auch damit an, dass es mehr Drachen gibt. Das fängt damit an, dass natürlich der Eiserne Thron
anders aussieht, was ich schon erwähnt habe. Und tatsächlich auch, dass die bei ihren Ratssitzungen irgendwelche kleinen Murmeln auf den Tisch legen, um zu zeigen, ja, sie sind anwesend. Da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, ob man irgendwie noch erklären wird, was es mit diesen Murmeln da auf sich hat. Oder ist das vielleicht auch Wissen, was irgendwann in diesen 172 Jahren verloren gegangen ist? Weil die kennen wir aus der Mutterserie nicht. Aber genauso wissen wir auch, dass die in der Mutterserie nichts mehr von dieser Vision Aegon des Eroberers wussten, der all die ganze Geschichte mit dem Nachtkönig schon vorhergesehen hat. Deswegen, hier wird tatsächlich auch irgendwo eine neue Ära aufgebaut, die sich zwar anfühlt wie Game of Thrones, aber hier und da ebenso kleine Murmelsachen hat, wo man dann doch sagt, ja okay, ein bisschen anders ist es doch. So, das war jetzt aber erstmal wirklich so alles, was mir in dieser Serie aufgefallen ist, was demnächst vielleicht noch irgendwo wichtig werden könnte. Jetzt frage ich an dieser Stelle natürlich wie immer euch, wie hat euch die erste Episode von House of the Dragon gefallen? Was sagt ihr zu diesem ganzen Aufbau und wie enttäuscht seid ihr, dass wir kein cooleres Intro bekommen haben? So, hallo, wie ich mir gedacht habe, erinnert euch an das Intro von Game of Thrones und hier taucht einfach nur so das Logo auf und das war's. Fand ich ein bisschen schade. Wie seht ihr das? Schreibt mir all eure Gedanken, all eure Sachen in die Kommentare. Und wenn ihr noch ein bisschen hier verweilen wollt, dann klickt doch auf eins von diesen Videos.